Hallo, wir sind die Piratencompany und befinden uns heute auf der BWL Newsweek, einer Kundenveranstaltung und einer Ideenbörse für Werbeartikel. Wir stellen ungefähr 100 Lieferanten von unserer Seite aus, wo Sie die Beratungskompetenz der Lieferanten direkt entgegennehmen können und können hier sich Artikel anschauen, anfassen, Angebote einholen, Muster anfordern, alles über die Lieferantenquelle. Und wir würden Ihnen nachher dann im Nachgang diese Angebote von unserer Seite unterbreiten. Der Vorteil an dieser Messe ist, Sie können sich die Artikel auch mal im wahrsten Sinne anschauen, auch in die Hand nehmen, also wirklich auch Haptik mit dem Artikel zu identifizieren, die Beratungskompetenz der Lieferanten entgegennehmen, Fragen dazu stellen, ob die Umsetzungsmöglichkeiten für Sie interessant sind und ob der Artikel vielleicht für den nächsten Werbemitteleinsatz passend wäre. Wenn Sie uns auf der BWL Newsweek suchen, dann bekommen Sie auch von uns jedes Jahr ein schönes Goodie, ein Geschenk. Und dieses Jahr haben wir vorbereitet einmal einen schönen Werbemittelrucksack. Ja, dieser Rucksack hat mehrere Taschen, eine Möglichkeit einer Werbeanbringung vorne drauf. Hier haben wir ein Beispiel, gehen Sie mit uns auf Beutezug. Ist dies ja unser Leitspruch für diese Veranstaltung. Und der Rucksack ist auch gefüllt mit ein paar Artikeln, die vielleicht auch noch für Ihren Werbemitteleinsatz interessant sein könnten. Den ersten Artikel aus unserem Rucksack ist einmal ein Notizbuch, bedruckt auf der Vorderseite mit einem Transferdruck in dem Fall, mit unserem Logo und einem Leitspruch darunter. In dem Fall, wann heuern Sie uns an? Das Notizbuch hat mehrere Seiten. Das klappt es mal wieder auf. Ja, können Sie innen sehen, wie gesagt, das sind in dem Fall linierte Seiten, ja, wo man natürlich Notizen niederschreiben kann. Aber in einem schönen Design und einem passenden Design im Young Fashion Bereich vielleicht sogar auch. Den zweiten Artikel aus unserem Rucksack dieses Jahr, den zeigt Ihnen jetzt oder holt die Alisa hier raus. Das ist einmal, der Andreas zeigt Ihnen das wieder, eine Fließmütze in der reinen Sonderanfertigung. Wir haben den Vorteil, wir können Ihnen diese Mütze aus über 40 Farben kombinieren. Sie können jedes Detail, jede Naht, jedes Teil, Stoffteil der Fließmütze frei kombinieren aus diesem Farbportfolio heraus mit Bestickung auf der Mütze im Sonderzuschnitt. Der Vorteil ist dadurch, dass die Mütze, zeig das mal gerade, dass du die Krempe aufmachst, die Mütze ein verstecktes Logo hat. Das Logo ist also nicht als Durchstich sichtbar. In dem Fall ist es eingenäht, weil es eine reine Sonderproduktion ist. Dieses bereits bei unserer einen Marke Mützenpiraten bereits ab einer Mindestmenge von 30 Stück möglich und ist eine in Europa gefertigte Ware. Der nächste Artikel aus unserem schönen, wunderbaren Rucksack ist hier in dem Fall eine kleine Taschenlampe. In dem Fall in einem futuristischen Design, in schöner Metallic-Lackierung mit einer Lasergravur drauf. Hier ist auch wieder unser Piratencompany-Logo sehr zierlich drauf, aber wir können das beim nächsten Mal auch größer machen. Und auf der Rückseite ist ein Leitspruch, bringt Licht ins Dunkle. Das ist auch ein Artikel aus diesem Rucksack. Ein weiterer Artikel aus unserem Rucksack ist hier in dem Fall ein schöner Metallkugelschreiber mit einer Drehmechanik. Und auf der einen Seite ist unser Piratencompany-Logo, dieses Mal etwas klein geraten, aber trotzdem kann man sehen, wie klein das möglich ist bei so einem Kugelschreiber. Und auf der anderen Seite unser Leitspruch, wann heuern Sie uns an? Dieser Kugelschreiber, wie gesagt, ist mit einer Drehmechanik versehen und einer blauschreibenden Mine. Kann bei uns natürlich auch gerne von Ihnen ein Angebot angefordert werden. So, und last but not least haben wir jetzt hier noch einen schönen Artikel aus unserem Rucksack. In dem Fall ist das eine kleine Pfefferminzkarte. Diese digitale bedruckte Karte enthält Pfefferminz, zuckerfreie Pfefferminz-Rachets und Sie können die Ecke aufknicken. Die Ecke aufknicken in dem Fall und können sich natürlich dann damit an den Pfefferminz bedienen. Schütten, ja. Genau. Es ist gleichzeitig, wie gesagt, eine Visitenkarte, die dafür eingesetzt werden kann. Die Oberfläche kann im Digitaldruck veredelt werden. Ja. Man könnte die Rückseite auch noch veredeln, da ist aber die Einschränkung durch den Knick in der Ecke. Ja. Das ist der letzte Artikel aus unserem Wunderrucksack für dieses Jahr. Im nächsten Jahr werden wir uns neue Gedanken machen über vielleicht eine noch schöneren Messeüberraschung sozusagen.